Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin Guppi und heute geht es mal um ein etwas anderes Thema, um das mal so zu sagen, aber auch, denke ich mal, um ein wichtiges Thema, und zwar um große Fische bzw. die Haltung großer Fische im Aquarium. Viel Spaß dabei. Und zwar, ja, weiß ich, dass auch einige andere YouTuber schon ihre Gedanken dazu geäußert haben, aber ich finde, es gibt da mal viel zu ergänzen und es ist generell ein interessantes Thema zum Diskutieren, finde ich. Und ja, ihr seid auch vorab schon mal herzlich eingeladen, eure Meinungen dazu in die Kommentare zu schreiben, und ich werde auch hier andere Meinungen auf gar keinen Fall als, ja, normale Kritik ansehen, weil ich ja im Normalfall durchaus bei dem Thema fast jede Meinung nachvollziehen kann. Aber ja, wollen wir direkt mal anfangen mit einer Fischgruppe, die ihr sicherlich alle kennt, und zwar allgemein größere Buntbarsche aus Süd- und Mittelamerika, die auch revierbildend sind. Ich denke, der kennt ihr alle welche. Ich selber halte ja auch hier, man sieht sie da, ein Pärchen Blaupunkt-Buntbarsche. Die würde ich zwar jetzt noch nicht zu den allzu großen zählen, aber sie sind sicherlich auch nicht besonders klein. Und ja, euch fällt vielleicht auch auf, dass sich diese Fische auch in, ja, Mindestaquarium, in der Mindestaquariengröße halte von 250 Litern. Das ist mir leider nicht anders möglich von der Größe her. Aber ja, da kommen wir dann auch noch gleich drauf zu sprechen. Ja, andere Fische, die dann noch größer sind, zum Beispiel Ostgas, ja, beziehungsweise Pfauenaugenbuntbarsche, und da gibt es noch einige andere, die im Aquarium gehalten werden. So, und jetzt kommen wir mal dazu, warum ich denke, also vorab kurz, also es ist für keinen Fisch, außer ein paar Einzelfälle, wie zum Beispiel dem Kampffisch, aber die werden jetzt mal außen vor gelassen, ist es schlimm, wenn das Aquarium größer ist, und da, ja, ist es natürlich, sind nach oben eigentlich kaum Grenzen gesetzt, wie groß das Aquarium sein kann. Also ja, seht das nicht als Ermutigung dazu an, die Mindestgröße für die Fische zu nehmen, sondern ja, nur als Orientierungshinweis und als meine Meinung. So, aber warum bin ich jetzt der Meinung, dass diese Fische im Vergleich zu anderen Fischen, wie zum Beispiel den meisten Salmlern, im Verhältnis zu ihrer Größe gesehen eher in kleineren Aquarien gehalten werden können? Und zwar erstens mal ist der Punkt, dass sie revierbildend sind. Das heißt, diese Fische stecken ihr eigenes Revier ab mit ihrer Partnerin, beziehungsweise ihrem Partner, aber das Männchen verteidigt im Normalfall das Revier. Und ja, innerhalb dieses Reviers sind sie, ja, der Herrscher in Anführungsstrichen, und ja, dominieren auch andere Fische. Ja, zu Haltungsvideos über zum Beispiel Blaupunkt-Buntbarsche habe ich nochmal ein anderes Video gemacht. Ja, schaut da gerne mal rein, falls es euch interessiert, aber ja, auf jeden Fall haben sie dieses Revier, und ja, auch in freier Wildbahn verlassen sie dieses Revier kaum, weil ja, das wäre erstens zu gefährlich und ja, zweitens auch, warum sollte man das denn verlassen, außer wenn da jetzt zu wenig Nahrung ist oder so. Die Reviergröße wird übrigens auch in freier Wildbahn vom Angebot an Nahrung in dem jeweiligen Revier bestimmt oder von bestimmten, ja, klassischen Markierungen, wie zum Beispiel hier so eine Wurzel oder ja, anderes kann so ein Revier sehr leicht und gut markieren. Und ja, und außerdem ist es bei allen Fischen so, ganz wichtig, das hört sich vielleicht ein bisschen grausam an, aber es ist einfach so, Fische haben das Gefühl von Freiheit und Gefangenschaft nicht. Das heißt, ein Fisch weiß nicht, ob er nun gefangen ist, in Anführungsstrichen, in einem Aquarium, oder ob er frei ist, weil so ein Buntbarsch, der kann mit den endlosen Weiten des Amazonas eigentlich überhaupt nichts anfangen. Genauso wie zum Beispiel Malawi-Seezichliden mit der wirklich unfassbaren Größe des Malawisees nicht viel anfangen können, weil die leben in ihrem Steinrevier, jetzt im Malawisee zum Beispiel, oder einfach in ihrem Revier im Amazonasgebiet, die anderen Buntbarsche, und ja, die verlassen das nie, warum auch, und das ist ihr Lebenshorizont sozusagen. Das heißt, Fische können mit der ihnen gegebenen Freiheit gar nicht so viel anfangen
ja, wie man das von anderen Tieren erwarten kann oder wie das auch für Menschen sich anfühlen mag. Aber bitte auf gar keinen Fall falsch verstehen, nur weil sie mit Freiheit nichts anfangen können, heißt das nicht, vor allem jetzt für diese Buntbarsche, aber auch generell für alle Fische, dass man sie deswegen in kleinere Aquarien sperren kann, nur weil sie sich ja nicht eingesperrt fühlen. Ja, sie verkümmern dann trotzdem, weil sie einfach einen gewissen Platz brauchen und auch zum Beispiel für ihr Revier. Also das ist ganz wichtig, dass das trotzdem beachtet wird. Aber deswegen denke ich, dass diese Art von Fischen, der zum Beispiel nicht so große Aquarien braucht im Vergleich zu ihrer Größe. Auch wenn natürlich so ein Faunaugenbuntbarsch gerne in 1000 Litern gehalten werden kann und mindestens 750 bis 800 Liter braucht, je nach Vergesellschaftung und Strukturierung des Aquariums, bräuchten Salmler in ähnlicher Größe ein, ja, eigentlich nicht mehr machbares Aquarium von vielleicht 5000 oder mehr. Also nur Schauaquarien und ja, die sind dann eigentlich in der Aquarienhaltung ja ziemlich verwaist und werden eigentlich nicht gehalten. So, und dann kommen wir mal zur nächsten Gruppe von Fischen. Und da gibt es noch ein paar andere Argumente dafür. Die kann ich leider nicht so spezifizieren, weil es da verschiedenste Arten gibt aus verschiedensten Teilen der Welt. Und zwar einfach Fische, da handelt es sich dann häufig um kleine Fische bis Nanofische. Diese Fische kommen einfach in der Natur, in Habitaten vor, die selber nicht viel größer sind als euer Nano-Aquarium oder euer 60-Liter-Aquarium. Es gibt einige Fische, da zählen zum Beispiel ja, die meisten eierlegenden Tarnkarpfen, sowas wie zum Beispiel den Cap Lopez, müssen die meisten kennen, zählen dazu. Das sind Fische, die kommen in der Natur in Pfützen vor oder in Straßenräben. Die sind gar nicht groß und die sind auch darauf ausgelegt, jetzt bei diesen Arten, dass sie austrocknen eine Zeit lang im Jahr und dann sterben die erwachsenen Fische einfach und ja, ihre Eier überdauern dann im Schlick oder in einer vollkommenen Trockenheit, je nach Art natürlich. Darauf wollen wir aber gar nicht weiter eingehen. Und somit brauchen diese Fische gar nicht viel mehr als ihre Pfütze, wo sie drin leben können. Natürlich jetzt ist das nicht vergleichbar in so einem ja, Habitat, wo sie leben, wo es öfter regnet. Keine kleine Pfütze mit vielleicht 1 Liter Inhalt, wie man sie bei uns kennt, sondern das sind dann schon größere Pfützen mit ja, über 10 Litern Inhalt. Also da keine Sorge, in so kleinen Fischen können solche Fische, oder die meisten Fische dann auch nicht leben. Aber ja, das ist einfach ein kleines Lebenshabitat für die und somit brauchen sie im Aquarium auch gar nicht mehr. Das, worauf ich hinaus will. Und da gibt es noch einige andere Fische. Ja, informiert euch da mal über eure Fische, die ihr vielleicht halten wolltet oder ja, sonst irgendwie Interesse dran habt, dann seht ihr da immer, das ist meistens beschrieben, wo sie in der Natur vorkommen. Und da gibt es wirklich einige, die nur in Pfützen, Straßengräben oder ganz anderen kleinen Gewässern vorkommen und die gar nicht viel mehr brauchen. Und somit, ja, reicht denen auch so ein kleines Aquarium vollkommen, auch wenn sie vielleicht eher etwas größer wirken und vielleicht zu groß für das Aquarium, ist das dann meistens gar nicht unbedingt so. Informiert euch da also mal über die Fische, ja, bei denen ihr Interesse habt. So, und jetzt kommen wir zu der letzten kleinen Gruppe, die ist so ein bisschen die Kombination aus beidem vorher genannten und das sind vor allem Labyrinthfische. Und zwar kommen die in der Natur zwar in größeren Gewässern von der Fläche her vor, häufig, aber auch hier ist es so, selbst wenn sie gar kein richtiges Revier bilden, wie jetzt zum Beispiel viele Fadenfische, der Kammfisch hat natürlich sein Revier, da gilt das gleiche wie für die Buntbarsche, die ich genannt habe, aber Labyrinthfische zum Beispiel, die bilden kein so ein strenges Revier. Vor allem außerhalb der Brutzeit. Und da ist es einfach so, die leben dann in ja, Habitaten, die so dicht bepflanzt sind, dass sie da auch, ja, dass es ihnen da auch reicht, wenn das Aquarium gut mit Pflanzen eingerichtet ist, weil nehmen wir mal als Beispiel, viele Labyrinthfische leben in Reisfeldern, stehen die Pflanzen dicht an dicht und ja, alles ist krautig. Und so brauchen die gar nicht viel Platz. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Gruppe von beliebigen Fadenfischen, nehmen wir einfach mal als Beispiel Mosaikfadenfische, in einem Aquarium haltet, wo ihr wirklich ja, auf realistische Bepflanzung achtet und das ganze Aquarium, also natürlich jetzt nicht hundertprozentig, ihr solltet schon vielleicht vorne etwas freilassen,
je nach Vergesellschaftung, aber das ist was anderes. Und wenn ihr jetzt einen Großteil des Aquariums einfach ja, mit Kraut oder krautartigen Pflanzen einrichtet, die das zuwuchern, dann ja, können sich diese Fische darin auch verlieren, sage ich mal, jetzt so in Anführungsstrichen. Und ja, können da die Struktur des Aquariums voll ausleben. Und ja, die brauchen dann gar nicht so ein riesengroßes Aquarium oder viel mehr Wasservolumen. So, damit sind wir auch schon am Ende angekommen, dieses ja, Meinungsvideos. Ich würde mich diesmal wirklich sehr freuen, wenn ihr da auch was in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr was vollkommen anderes denkt oder irgendwas vollkommen anders seht als ich, dann schreibt das auch bitte in die Kommentare rein, weil das ist einfach ein Thema, was man diskutieren muss, meiner Meinung nach, und wo ich auch Spaß dran habe, das zu diskutieren. Also, ja, wenn euch da irgendwas nicht passt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, des Weiteren, wenn euch das Video gefallen hat, dann immer ein Like oder ein Abo dalassen. Das freut uns natürlich auch sehr. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss.